Diese beginnt unser Montag mit einer Präsentation, der Standardpräsentation, die ein Vorstand einmal im Monat hält. Und ich fange jetzt an und ich fange etwas unerwartet an, vielleicht sogar für mich selbst. Für Sie, denke ich, weil mir ein Zitat, auf das ich am Wochenende im Internet gestoßen bin, sehr gefallen hat. Nun, es ist verständlich, dass wir ständig im Internet sind. Wir alle sehen etwas und etwas fesselt uns. Das ist ein Zitat von Jack Ma. Sie kennen ihn, der Gründer der Alibaba Group, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, ein Mann, der den ganzen Weg vom einfachen Lehrer zum Eigentümer und CEO eines der größten Unternehmen der Welt gekommen ist. Laut Jack Ma wird es einem am schwierigsten fallen, die armen Menschen zufriedenzustellen. Gibt man ihnen etwas umsonst und sie halten es für eine Falle, sagt man, es sei nur noch eine kleine Investition, sie meinen, man könne damit nicht viel verdienen, sagt man, man sollte eine große Investition tätigen, sie behaupten, sie haben kein Geld dafür, sagt man, man sollte neue Themen ausprobieren, sie meinen, sie haben keine Erfahrung, sagt man, traditionelles Geschäft zu führen, sie klagen, dass es schwierig sei, sagt man, etwas sei ein neues Geschäftsmodell und sie sagen, es sei ein Schneeballsystem. Anstatt ein neues Geschäft zu eröffnen, beschweren sie, dass sie keine Freiheit haben oder dass es keinen Beweis gibt, dass neue Unternehmen erfolgreich sein wird. Arme Menschen haben etwas Gemeinsames. Sie fragen gerne bei Google nach. Sie hören auf Freunde, die genauso hoffnungslos sind wie sie selbst. Sie denken länger nach als ein Universitätsprofessor und tun weniger als ein Blinder. Fragt man sie einfach, was sie tun können, und sie werden ihnen keine Antwort geben. Die Schlussfolgerung. Anstatt das Herz schneller schlagen zu lassen, warum nicht einfach ein bisschen schneller handeln? Warum tun Sie nicht das, worüber Sie nachdenken, anstatt in Gedanken zu verweilen? Arme Menschen scheitern an einem gemeinsamen Merkmal. Ihr ganzes Leben besteht aus Warten. Dies ist so ein unerwarteter Anfang, und ich möchte mich noch einmal auf einen Teil aus diesem recht langen Zitat von Jack Ma konzentrieren. Warum nicht das tun, was Sie denken, was Sie tun sollten? Ich würde hinzufügen, wovon man träumt, was man anstrebt. Und deswegen möchte ich jetzt auch darüber sprechen, worüber wir nachdenken, wonach wir streben, wovon wir träumen. Ich meine, die Menschen, die uns seit vielen Jahren begleiten, die dieses Projekt entwickelt haben, ohne dieses Projekt wäre ihr Leben schwarz und grau oder schwarz und weiß. Und jetzt mit unserem Projekt ist es absolut hell, absolut brummend. Das ist natürlich auf unser Projekt zurückzuführen. Und dieses Projekt, wenn ich es kurz charakterisieren darf, ist ein klassisches Venture-Business in einem der profitabelsten Bereiche, nämlich im Geschäft mit den mobilen Anwendungen, mit den mobilen Apps. Und wir haben uns eigentlich eine sehr ehrgeizige Aufgabe gestellt, mit unseren Produkten in den Markt der globalen mobilen Anwendungen einzutreten. Nicht nur einsteigen ist klar, sondern dort einen Platz unter diesen bekannten Unternehmen einnehmen, das heißt die gleiche Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die diese Unternehmen auf sich gezogen haben, die gleiche Anzahl von Nutzern haben. Und diese Aufgabe ist wirklich ehrgeizig, denn die meisten Produkte, die hier aufgelistet sind oder die heute im IT-Bereich umgesetzt werden, basieren in der Regel auf mächtigen Investmentfonds, auf Spezialisten von der Silicon Valley. Wir haben uns nicht auf Investmentfonds oder auf Silicon Valley Spezialisten verlassen. Und doch, wir sind 2016 mit einer einfachen kleinen Idee auf die Welt gekommen und haben es bis heute so gut wie geschafft, so gut wie fertig gemacht. Und ich möchte Ihnen jetzt von unserer App erzählen. Und zunächst einmal möchte ich betonen, dass das, worüber ich jetzt sprechen werde, nicht die Idee ist, mit der wir uns eines Tages eine glänzende Zukunft aufbauen. Wir haben heute bereits mehr als 130 Millionen Euro investiert. Wir haben heute mehr als 36 Millionen Nutzer. Und wir haben im Februar dieses Jahres eine Kostenschätzung von fast 1 Milliarde US-Dollar. Und wir sehen diese hervorragenden Ergebnisse vor uns. Wir befinden uns jetzt auch in der Endphase.
wobei die ersten Phasen bei jedem Venture-Projekt die schwierigsten sind. Das ist unser Projekt heute. Und unser Projekt ist die Entwicklung einer Anwendung namens Gemspace. Und es ist nicht nur eine mobile Anwendung, von denen es Tausende und Tausende gibt. Es ist eine Super-App. Das ist eine App, bei der der Benutzer von einem einzigen Einstiegspunkt aus eine große Menge an Funktionen erhalten kann, aber natürlich zusammenhängende Funktionen, die ihm bei etwas in seinem Alltag helfen. Und das ist es, was wir seit 2016 zu schaffen begannen. Wir begannen diese Anwendung auf der Grundlage eines Messengers zu entwickeln. Und dieser Messenger hieß Jam4Me. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass wir vom Anfang an, als wir mit der Entwicklung begannen, immer gesagt haben, dass wir es nicht möchten, noch ein Messenger zu schaffen. Niemand braucht das jetzt. Man hat genug davon. Wir werden etwas Einzigartiges schaffen. Wir haben uns 2017 bis 2022 Mühe gegeben, um eine Reihe von Funktionen zu schaffen, die globale Messenger haben und die sie auch noch nicht haben. Denn nicht alle Messenger haben solche Funktionen wie Konferenzen, Streaming, wie private und öffentliche Kanäle, wie Kanalkatalog, wie Nachrichtenfeed. Die meisten Messenger bieten Einzel- und Gruppenchats und auch zum Beispiel die Anruffunktionen, Audio- und Videoanrufe. Aber auch hier haben wir erkannt, dass wir noch viel mehr tun müssen, um genau in diese Spitze der globalen mobilen Apps für die Kommunikation vorzudringen, und entwickeln seit letztem Jahr die Funktionalität, die uns grundlegend von anderen Apps unterscheidet, die sich Messenger nennen. Das und die Community oder Gemeinschaft, die wir aufgebaut haben, die wir jetzt entwickeln, es geht um Geldtransfers zwischen Nutzern, den Verkauf von Waren und Dienstleistungen in Communities, Chatbots, eine Werbeplattform. Ich habe sie aus gutem Grund farblich markiert, denn das sind Funktionen, die wir seit 2022 entwickeln. Aber ich habe sie auch mit einem Dollarzeichen markiert. Das bedeutet, dass wir hier Finanzströme fließen werden. Und Finanzströme bedeuten bei jeder Anwendung, dass sie viel mehr kostet als eine reine Kommunikationsanwendung. Das hier ist also unsere Jamspace Super App. Das ist es, was wir heute vorstellen. Es hat wirklich einzigartige Funktionen. Die Hauptsache bei diesen einzigartigen Funktionalität ist heute natürlich der persönliche und kollektive Raum, Gemeinschaft, Community, wenn wir das auf Englisch sagen, um alle Arten von Aufgaben eines modernen Menschen zu lösen. Während die einzelnen bestehenden Anwendungen von den Nutzern mit verschiedenen Funktionen bestückt werden, eine von Fotos, für Fotos, eine für Korrespondenz, eine für Nachrichten oder für Videos. Wir haben all dies an einem Ort vereint, sodass der Nutzer diese Anwendung so bequem wie möglich nutzen kann, um eine breite Palette von Aufgaben zur gleichen Zeit und an einem Ort zu erledigen und dabei seine teuerste Ressource zu sparen. Das ist wirklich eine echte Innovation, denn Sie können keine einzige ähnliche Anwendung nennen, selbst wenn Sie lange im Internet recherchieren. Einzigartigkeit, echte Innovation, eine deutlich ansprechendere App, Super-App für Nutzer, für Investoren und für App-Käufer. Denn unser Hauptziel, wofür machen wir das alles? Wir wollen eine App schaffen, die eine sehr große Anzahl von Nutzern hat, die große Finanzströme hat und die wir erfolgreich verkaufen können. Damit unsere Investoren, die uns vertraut haben, mit uns gehen, damit sie eine anständige Belohnung für ihre Arbeit bekommen. Ich wollte noch hinzufügen, dass Gemspace nicht unser einziges Projekt ist und wir gleichzeitig eine zweite App entwickeln. Sie ist zwar noch nicht so weit, aber wir sehen trotzdem ein großes Potenzial, weil sie auch wirklich gute Merkmale aufweist. Wir erwarten, dass diese neue App auch wirklich angefragt wird. Die Merkmale sind wie folgt:
Erstens ist die Nachfrage nach Marktplätzen groß, schon seit langer Zeit. Vor allem aber in den letzten 2 Jahren der Pandemie haben viele Menschen erkannt, dass der Online-Kauf von Waren und Dienstleistungen überhaupt nicht beängstigend ist. Mehr noch, es ist angenehm, schnell und sogar billiger. Marketplätze haben einen großen Wert, da sie von großen Finanzströmen durchflossen werden, die in der Regel weit über die Kosten einer reinen Kommunikations-App hinausgehen. Wir nutzen all unsere Erfahrung, all das Potenzial unseres Teams, um hier unsere Gem Market App zu entwickeln, denn wir sind mit unserem Team seit 2016 bereits durch Feuer, Wasser und Kupferrohre gegangen. Wir wissen, dass wir jetzt alles schaffen können. Schließlich können wir unsere Gem Market App mit einzigartigen Funktionen ausstatten, genau wie GemSpace. Denn wir können einen Teil der GemSpace-Funktionen in Bezug auf die Kommunikation in die App integrieren und wir planen dies auch zu tun. Das ist etwas, was wir auch in keinem anderen Marktplatz bis jetzt gesehen haben. Daher sind wir sicher, dass diese Anwendung, die wir parallel entwickeln und auf die wir uns während der erfolgreichen Implementierung unserer ersten GemSpace-Anwendung so weit wie möglich konzentrieren werden, ebenfalls eine sehr gute Zukunft haben wird. Ich wiederhole, wir befinden uns in der vierten und der letzten Phase der Entwicklung einer Anwendung. Diese Phase heißt die Phase der globalen Expansion. Und es folgt nur noch eine nächste Etappe, die fünfte, die ebenfalls einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Dabei handelt es sich jedoch eher um eine technische Phase, die Phase der Verhandlungen mit den Käufern und die Phase des Ausstiegs aus der Anlage, sodass nach unserem Grundmodell alle unsere Investoren ihre Aktionärserträge entsprechend ihrer Beteiligung erhalten. Um das Projekt so legal wie möglich, so sicher wie möglich und so attraktiv wie möglich zu gestalten, führen wir ab diesem Jahr ein neues Rechtssystem ein, das die Fonds und Verwaltungsgesellschaften sowie die Gesellschaften, die Eigentümer des geistigen Eigentums sind, auf Mauritius ansiedelt. Dies ist einer der modernen Orte, der an der Schnittstelle der verschiedenen Sektoren der Weltwirtschaft liegt und dementsprechend stark davon profitiert, wo viele Venture-Businesses jetzt sehr aktiv sind. Und unsere Haupteinheit ist der Treat Investment Fund. Es ist ein klassischer Investmentfonds mit einer Finanzlizenz, natürlich wie jeder andere Investmentfonds auch. Er wird 40 Millionen Anteile oder 40 Millionen Aktien haben und alle Anteile unseres früheren Unternehmens Gem4me Market Space werden in diesen Fonds übertragen, sodass jeder Anteilseigner heute genau die gleiche Beteiligung erhält, die er haben kann. Und so, wie wir es verstanden haben, werden wir noch eine kleine Menge an Aktien verkaufen müssen, um dieses Projekt vollständig abzuschließen, um das zu erreichen, was wir eigentlich vorhaben. Sobald das Projekt abgeschlossen ist, sobald dieser Anteil verkauft ist und die Aktionäre den Erlös erhalten, werden alle diese 22, 23, 24 Millionen Aktien zurückgekauft. Es verbleiben dann 16, 17, 18 Millionen Aktien, die wir für den Abschluss des Gem Market Projekts benötigen. Und bereits heute werden einige der heutigen Aktionäre, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen, über die ich Ihnen im letzten Teil unserer heutigen Konferenz berichten werde, auch einige Aktien kostenlos erhalten können. Eine bestimmte Anzahl von Aktien wird verkauft werden, sodass dieses Projekt vollständig abgeschlossen wird und die Aktionäre dieses Projekts auch ihre Aktionärseinkünfte erhalten werden. Und diese Art von Vorhaben, bei dem ein lizenzierter Investmentfonds zum Einsatz kommt, hat sehr große Vorteile im Vergleich zu dem privaten Unternehmen, das wir vorher hatten. Erstens haben wir jetzt eine garantierte Anzahl von Anteilen, um das Projekt abzuschließen, und wir können qualifizierte Investoren und auch institutionelle Anleger für diesen Fonds gewinnen. Diese Investoren verstehen den Begriff Investmentfonds sehr gut,
Alles, was Sie tun müssen, ist, das Memorandum zu lesen, das unser Investmentfonds haben muss. Danach wird es Ihnen leicht fallen, sich für den Kauf von Anteilen dieses Fonds zu entscheiden. Und dementsprechend ist eine so einfache rechtliche Struktur mit einem Investmentfonds viel attraktiver für die potenziellen Käufer, mit denen die Verhandlungen bereits begonnen haben. Und wir werden den ganzen Herbst mit solchen langen Reisen und Verhandlungen mit potenziellen Käufern verbringen. Zum Abschluss meiner heutigen Ausführungen über unser Unternehmen möchte ich sagen, dass wir ein Produkt geschaffen haben, das in Bezug auf seine Funktionalität einzigartig ist. Wir haben unser eigenes Team mit 6 Jahren Erfahrung. Ich meine, nicht nur Entwickler, nicht nur Vermarkter. Ich meine, ein Team von Investoren, die sich voll für das Projekt engagieren. Wir haben eine attraktive rechtliche Struktur, über 36 Millionen Downloads und fast 1 Milliarde Dollar. Das ist die heutige Bewertung. Alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt. Das Einzige ist, erzählen Sie das nicht den armen Leuten. Sie werden sagen, dass es falsch ist, dass es anders ist und Sie wissen, wie man es besser macht. Erzählen Sie es denen, die sich nicht als arme Menschen bezeichnen, zumindest in ihren Herzen. Vielen Dank.